Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Ja, gestern gab es ein Erdbeben. Nein, doch gestern. Und wir haben versucht, unsere Farm so gut wie möglich in Schuss zu halten. Ich bin aber gar nicht mehr ganz genau informiert, was wir alles gemacht haben. Das ist für mich natürlich wieder ein bisschen her. Ich habe nämlich ein bisschen vorgespielt und dann die Folgen mehr oder weniger noch runtergeladen. Muss ich erstmal wieder reinfinden und rausfinden, was ich alles im Vergangenheitsbereich so erledigt habe. Das wird wieder natürlich sonnig, klar. Und unsere Zukunft, unser Glück sieht folgendermaßen aus. Die Geister sagen ihm... Oh, die werden hier sicher bestens bemühen, um mir das Leben schwer zu machen. Ja, kenne ich. Ein Leben auf dem Land, da gibt es einen tollen Tipp dazu. Hier gibt es einen Rundumschlag, was Fische angeht. Doraden können im Wald Fluss gefunden werden. Das sollte ich mir vielleicht mal merken, wo ich was fangen kann. Das ist für diese... wie heißen sie? Junimos hießen sie, glaube ich. Dorade. Waldfluss. Der Waldfluss, dann, was haben wir noch? Regenbogen. Fisch ist. Wiederum Waldfluss. Achso, Tag. Das andere ist Waldfluss und. Auch Tag. Muss man richtig aufpassen, was man... Pufferfisch. Ozean. Für Abend. Und... Oktopus. Ozean morgen. Okay, das ist natürlich ziemlich hilfreich. Jetzt weiß ich endlich, wann ich welche Fische kaufen fangen kann. Und unsere erste Jelly, also Marmelade, ist fertig. Mache ich doch glatt nochmal. Habe ich noch was dabei? Nein, muss ich erstmal nochmal in die große Kiste. Nehme nochmal eine Erdbeere. Bin mal gespannt, ob das ordentlich... Erdbeere, bitte. Komm ja schon. Leo. Ich glaube, wir haben ja Leo genannt. Kann das sein? So, hier. Leo, siehst du? Erstmal dein Wässerchen. Dann dein Bad. Und jetzt noch ein bisschen hämeln. Ich weiß ja nicht, ob ihr auch immer jeden Tag eure Katze gießt. Bei mir wird das so gemacht. Also, zumindest bei Stardew Valley. Müssen wir uns ein bisschen eilen, denn es ist wieder ein schöner, trockener Tag, genauso wie morgen und den Tag davor. Und wir müssen natürlich unsere Felder erstmal noch wässern, bevor wir irgendwas anderes in diesem schönen Tag machen können. Wie zum Beispiel unser... Ja, super, der... Unser Kupfer schmelzen. Nichts gefangen, weil ich hier vergessen habe, meine Fallen zu füttern. Also die Köder rein zu tun. Na super. Das ist doch genau das, was wir uns immer wünschen. Unseren Verdienst schmälern, indem wir einfach unsere Arbeit nicht machen. Das Gute ist, ich muss nicht mehr alle Felder einzeln gießen. Nein, ein, zwei Felder bleiben mir immer erspart, weil ich diesen komischen Spezialdünger draufgeworfen habe. Oder was auch immer. Es war kein Dünger, das ist gelogen. Aber es waren halt irgendwelche Steine, die dafür sorgen sollen, dass das Wasser entsprechend ab und anfließt, so dass es
habe ich das letzte Mal wohl vergessen, das Feld zu gießen. So dass es dann halt eben für den nächsten Tag auch noch mit dem Wasser reicht. Ja. Es ist zwar keine schöne Farbe, aber für einen Garten sieht es gar nicht so schlimm aus. Ja, ich weiß, okay, es ist hässlich. Ich finde es unglaublich hässlich. Ich versuche es mir selber immer ein bisschen schön zu reden. In der Hoffnung, dass ich diesen Anblick ertrage, ohne völlig auszurasten. Nein, es ist wirklich unordentlich, unkoordiniert, so chaotisch. Aber es ist momentan ja auch das erste Jahr, in dem soll es eigentlich nur unsere finanzielle Lage sichern. Uns ein bisschen ausrüsten. Und natürlich will ich es schöner machen. Und ab jetzt sollte ich auch immer planen, was ich als nächstes so tue. Jetzt ist schließlich schon Sommer, die erste Jahreszeit ist rum, wir sind schon fast mitten in der zweiten. Und ich habe mir überlegt, wir werden hier als erstes in der Nähe einmal ein Silo bauen müssen, damit wir Futter anhäufen können für die kalten Jahreszeiten, wenn es hier draußen nichts mehr gibt. So, außerdem sollte ich mal versuchen, Geld zu verdienen. Ich werde jetzt mal dieses Gelee verkaufen. Ein bisschen Ordnung hier in meinem Boost errichten. Ja, ich brauche mal noch die Kohle und ich nehme mal das Kupfer mit. Kupfer habe ich jetzt eigentlich ganz gut am Start. Problem ist halt immer noch die Kohle. Ohne Kohle kann ich leider nicht allzu viel hier einschmelzen und ohne eingeschmelztes Kupfer kann ich meine Werkzeuge nicht verbessern. Ich habe eins, ich brauche fünf. Ne? Also da sehen wir schon das Problem. So, die Erdbeeren, Moment. Heute ist der vierte, am ersten habe ich die Dinger aufgestellt, also drei Tage. Drei Tage muss ich die ganze Patsche da drin sich selbst umrühren, bis es endlich zu diesem Jelly wird. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Nee, ich brauche erstmal Platz im Inventar. Da Kupfer weglegen. Selbst wird demnächst auch wieder zu wird demnächst auch wieder zu Dünger umverarbeitet. So, ich habe noch ein bisschen diese Steinzeugsache. Die Blumen für den Frühling habe ich. Und was habe ich hier noch? Sommersamen. Ah ja. Okay, sehr gut. Und unser Kupfer ist fertig. Und es ist schon der halbe Tag wieder rum. Wunderbar. Ich meine, es könnte eigentlich gar nicht mehr schöner sein. Wir haben jetzt Freizeit. Farmerleben ist doch gar nicht so schlimm. Nach 6 Stunden Arbeit kann man sich dem Freizeitvergnügen hingeben und irgendwelche Nebensächlichkeiten beackern. Wunderbar. Ich mag das. Und ich glaube, Jess hat heute Geburtstag. Kann das sein? Jess, oder hatte die gestern? Dieses kleine Mädchen aus dem Dorf. Hallo, Luis. Na, wie geht's? Wie ist es? Ja, im Saloon, ja, da gibt's sehr viel Leben in der Nacht. Also sehr viel Unterhaltung und so. Ja, super. Gut zu wissen. Tatsächlich, Jess hat heute Geburtstag. Sie kriegt dann eine süße Erbse. Falls ich sie finde. Moment, es ist jetzt 1 Uhr. Sie könnte am Lesen sein mit dem Vincent und der Penny. Oh, der Eismann hat auf. Der Wahnsinn. Ach nee, da unten in der Bibliothek ist so, glaube ich, die Lesestunde. Okay. Na gut, ist keiner da. Ich muss woanders suchen. Das ist Haley.
Ellie ist die, die uns am meisten mag. Hey, da ist sie ja. Oh, da ist an meinen Geburtstag gedacht. Danke, das ist so toll. Ja, ich bin einfach so toll. So, nächster Plan. Ich guck nochmal, wer als nächstes Geburtstag... Ach, jetzt steht da der Louis. Am Montag hat Gast Geburtstag. Okay, wunderbar. So, was wollen wir noch bauen? Was brauchen wir? Das ist jetzt ganz wichtig, damit ich auch in die richtige Richtung investiere. Also ich hätte gerne noch mehr von diesen Fässern, diese Marmelade vorbereitet. Dann hätte ich natürlich gerne auch die Mayonnaise-Maschine, aber die muss ich erstmal in Einsatz kriegen. Das heißt, ich brauche das Silo. Und ich brauche den Coop. Vor allem den Coop, aber ich will erstmal ein Silo haben. Ich will erstmal eine Puffer schaffen, also finanziell mich aufbessern und derartiges. Deshalb gehe ich erstmal los und hole mir mein Holz und meine Steine. Ich weiß gar nicht, was von den Sachen ich am meisten brauche, damit sie mir dieses Silo aufbauen kann. Irgendwas in der Richtung muss ich ja mitbringen. So, Holz, Steine. Steine haben wir echt viel. Geld haben wir auch dabei. So, schnell zu Robin, bevor sie den Laden nochmal zumacht. Der Tag ist auch schon wieder durch. Wie konnte das passieren? Wir haben eigentlich noch gar nichts gemacht. Wir sind eigentlich nur einmal der Jess hinterhergelaufen, um ihr ein Geburtstagsgeschenk zu geben und haben kurz unsere Felder gewässert. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin heute so richtig unproduktiv unterwegs. Mal wieder. Einmal rein zur Robin, jawohl, sie ist da. Hey, hab einen schönen Spaziergang. So, bauen wir doch mal was für die Farm. Der Coop, der kommt auch noch dran, da bin ich mir fast sicher. Silo. Ach, ja, genau, das war's. Deshalb habe ich es nicht gehabt. Ich brauche mehr Lehm und vor allem mehr Kupfer. Und dafür brauche ich eigentlich hauptsächlich Kohle. So, ich will das Schwert haben. Dann tun wir unser Möglichstes, noch mal ganz schnell in die Mine zu gehen und irgendwie an Kohle ranzukommen. Hallo Linus. Na, mach schon. Irgendwo muss doch ein Kohleflöz sein. Nee, jetzt ist ja mal verpuppen. Das hätte ich auch erledigt. Meine Steine brauche ich wirklich nicht. Das, was ich brauche, ist Holz in Unmengen. Und natürlich Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Aber wo kriege ich die verdammte Kohle her? In den Steinen ist sie ja nicht. Ich habe Kohle gefunden. Sehr schön. Ich brauche gleich noch eine Markierung. Oder will eine Markierung. Damit ich weiß, wo oder wie viel Kohle ich jetzt schon raushole. Da habe ich immer so einen Zähler. Das ist ganz schick. Und erzählt mir nicht, ihr habt die Leiter unter dem großen Stein versteckt. Das wäre unfair. Braucht man so lange, bis man da durch ist. Das ist schließlich schon 6 Uhr abends. Ja. Nicht verpuppen, nein. Oh. Aufmachen, sag ich. Ach Mann.
okay, ich brauche Kohle. Wo kriege ich Kohle her? Das Problem ist einfach, man sieht den Steinen ja nicht an, was es drin ist, außer ein Kupfererz zum Beispiel. Da weiß ich, dass es immer noch nicht getötet. So, jetzt. Da weiß ich, dass da zum Beispiel Kupfer drin ist. Spezielle Kristalle, da weiß ich, dass Kristalle drin sind. Und so weiter. Sieht, bei manchen sieht man es, aber bei Kohle... Ja, das ist so das limitierende Element im Moment. Gut, man kann es natürlich mit Holz herstellen. Das haben wir auch schon festgestellt. Man kann sich ja so einen Holzkohleofen bauen. Dafür braucht man aber Unmengen Holz und man braucht Gold, um das dann herstellen zu können. So, ich esse noch ein paar Beeren, um A, unsere Gesundheit und vor allem B, unsere Energie wieder hochzustufen. Immer ganz wichtig, was zum Knabbern dabei zu haben, als Höhlengänger. Oder anders gesagt, als Höhlenmensch. So, auf geht's. Also bis jetzt war es noch nie so, dass ein Riesenstein die Leiter verborgen hat, wäre auch irgendwie unfair. Deshalb suche ich einfach mal so die Leiter. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Knüppel wäre vielleicht sogar besser. Dann brauche ich weniger Schläge, um die Gegner zu besiegen. Aber ich benutze einfach mal das Schwert, weil Schwert klingt eleganter, klingt für mich einfach angenehmer. So, jetzt habe ich dich und dich Wurm kriege ich auch. Na? So, habe ich dich. Und das ist noch einer. War fast schon zu einfach. Aber nur fast. So, weiter geht's. Leiter, sehr gut. Dann hole ich noch hinten das Kupfer mit und den durch den Kristall. Wichtig natürlich auch die Kiste aufzumachen. So, ab in Level 28. Jetzt wird es echt wieder zeitlich knapp. Nur ein Stück Kohle rausgeholt. Oh, das ist so furchtbar. Mit dir. Jawohl. Es ist schon wieder spät. Ich habe es geahnt. Aber da vorne stand ein Stein rum, den ich unbedingt haben möchte. Genau den hier. Du pass. Sehr schön. Wir haben jetzt gerade noch genug Zeit, um nach Hause zu kommen. Genau das will ich jetzt auch tun, nach Hause laufen. Wir brauchen mehr Zeit. Also wir müssen unsere Feldarbeit etwas früher fertigstellen, etwas organisierter zur Mine laufen. Und schon können wir wirklich große Dinge vollbringen. Hier war noch der Satz, mache zuerst das Nötige, dann das Mögliche und schon wirst du sehen, dass du auch das Unmögliche bald schaffst. Ich hätte es nochmal gesagt, ich glaube Franz von Assisi, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, jetzt wird es auch noch lehrreich hier. Gewöhnt euch nicht dran.
So. Nee, reicht nicht mehr. Oder würde schon reichen, aber ich mach's trotzdem nicht mehr. Ach, ab ins Bett. Ausruhen und schlummern. Nee, das ist gut. Erdbeerpatsche bringt richtig Geld. Für einmal Erdbeerpatsche haben wir jetzt über 290 Groschen gekriegt. 60 Groschen nur für die andere Bärenpatsche. Das heißt, die andere Bärenpatsche werden wir nicht mehr herstellen. Die werden wir nur noch so für uns selbst so zum Vertilgen nehmen. So, und wie wird das Wetter morgen? Oh, es wird schon wieder ein schöner Tag. Und die Geister sind uns wohlgesonnen. Hey, das ist super. Auf zur Mine. Gleich nach dem Gießen. Was pflanze ich hier an? Ah ja, die Melonen. Hier oben sind meine Melonen. Nicht zu verwechseln mit 15 Millionen, die habe ich nämlich nicht. Um genau zu sein, ich habe gerade mal 2400, um ehrlich zu sein. So, ich muss ja noch mich um die Katze kümmern. Katze geht vor, Lebewesen sind wichtiger als Pflanzen. Obwohl, die sind ja auch Lebewesen, auf irgendeine Weise. Je nach Definition. So, ich bin mal gespannt, wann wir denn die ersten Sachen ernten können, weil es sind jetzt 4 Tage. Das erste müsste fertig sein. Das ist fertig. Das Gras. Ich nehme mal gerade hier die Sachen mit, sonst sehe ich nämlich nicht, was ich gieße. So, das ist jetzt auch nass. Sehr schön. Ach. So, ich gehe mal noch schnell die Gießkanne voll machen, damit ich auch noch den Rest des Feldes schaffe. Dann werden wir mal den Weizen ernten gehen. Ich frage mich auch, was für die ganzen Sachen sich eigentlich lohnt. Weil es wird wahrscheinlich etwas besser gehen als etwas anderes. Beispielsweise sage ich jetzt einfach mal, das Weizen kannst du mehr mit verdienen als jetzt mit Melonen oder eben andersrum. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, irgendwie das rauszufinden. Wie auch. So, weg mit dem ganzen Kram. Die Hode ist auch noch nicht geklopft worden. Ich habe einen Ring gefunden. Den sollte ich anziehen. Ich habe noch ein Stück Kohle. Blume, Holz, Steine können weg. Knüppel verkaufe ich demnächst. Kupfer habe ich dabei. Das ist da. So. Ja, und schon haben wir uns wieder ein Stück Kupfer geschmiedet. Und sind völlig außer Atem. Also ich werde jetzt nur Kleinverdienst machen. Ich werde mir jetzt einfach ein paar Blumen suchen, die ich ja irgendwo in der Gegend pflücken kann. Habe ich eigentlich schon gehämelt? Ja, ich habe nicht gehämelt. Kupfer ist fertig, sehr schön. Ich glaube, sowas muss ich irgendwie am Ende des Tages dann einfach nochmal auf den Rückweg einsammeln, bevor ich ins Bett krieche oder so. Ich brauchte einen routinierteren Lauf in dem ganzen Geschehen.
Sonst verpasse ich wieder meine komplette Produktivität. Oh, Trauben. Einfach mal so Trauben finden. Sehr schön, genau das will ich. Oh, hier ist offen. Hier war doch früher zu. Ein Bad. Na gut, wir sind sowieso auf Erkundungstour. Dann schauen wir doch hier mal rein. Ich glaube, da muss ich lang. Alex spinnt. Da ist eine Menge Bilder von Bodybuildern in den Schrank geklebt. Aha, er schaut sich gerne Bodybuilder an. Gibt mir zu denken. Also, was? Fitnessbank. Nö, damit kann ich nicht mehr spielen. Der Schrank riecht schrecklich. Bin zu schwach, das Ding anzuheben. Was? Wie schwer ist das denn? Ja gut, in die Dusche mit Klamotten ist vielleicht sinnvollerweise nicht sinnvoll. Ja, jetzt könnten wir, aber dann, ich weiß nicht, wenn wir rausgehen, sind wir dann wieder. Da sind wir dann wieder angezogen wahrscheinlich. Boah, ist das schön hier. Ein heißes Bad, das ist echt toll. Wir kriegen Energie zurück. Das ist ja schick. Setz dich ins... Oh, aber nicht, wenn wir schwimmen. Also wenn wir einfach uns ins Wasser setzen und nichts tun, dann kriegen wir Energie zurück. Wenn wir hier so reinhocken... Die Brille beschlägt, wir sehen nichts mehr, ist alles gut. Das Leben scheint zwar grau und fad, doch uns gefällt es so. Wahnsinn. Echt super. Jetzt könnte ich ja eigentlich nochmal zur Mine hechten. Die von 3 bis 12 in der Mine rumarbeiten. Versuchen, an Kohlestücke dran zu kommen. Hier noch. Eisenbahn. Naja, so prickelnd ist es hier nicht. Aber das Bad ist toll. Oh, ich glaube, ich bin begeistert. Nein, ich merke gerade, ich bin begeistert. Nach einem anstrengenden Arbeitstag einfach mal in die Wanne hüpfen, ausruhen, alles ist schön und dann ist man noch so in der Nähe von der Mine. Das ist eine hervorragende Sache. Finde ich toll. Und wie wir uns in der Mine schlagen werden, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.